Ich kenn jeden Weg, jede Lichtung hier. Jeder Schritt von mir führt mich wieder her. Doch ich kann nicht fort, nicht zu jenem Ort, der die Sehnsucht weckt. Okay. Ich will mal versuchen, auf Ebene 10 zu kommen. Ohne dabei drauf zu gehen. Die anscheinend echt gut hier. Sehr schön. Hi. Ich gehe. Meine Gesundheit ist mir gerade zu sehr am Arsch. Ich gehe und heile mich erstmal auf. Alter, das Vieh wollte mich umbringen. Es wollte mich ernsthaft umbringen. Komm, Otto, wir gehen, lass uns erstmal heilen. Wir werden jetzt uns erholen. Okay. Guck, was passiert. Das Wasser heilt seine Wunden. Ich bin beruhigt. Das Vieh hat uns nicht erledigt. Sehr schön. Dann können wir jetzt wieder rausgehen. Wir können jetzt der Gilde beitreten, stand da. Der Kater durchsucht gerade hier etwas, was hier drum liegt. Den letzten Abend zum Schrankgang nach Sonnenuntergang. Manchmal sieht man merkwürdige Lichter über das Meer. Oder vielleicht war das auch nur ein Traum, den ich hatte. Es fühlt sich hier unwirklich an. Ja. War Trauma. Alter, diese Viecher. Die hätten beinahe Otto umgebracht. Gil, wach auf! Wir haben einen Gast! Sneakers. Erhöht Zurückstoß um 10%. Erhöht Waffe. Okay. Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast, Kind. Ich glaube, hier schlafen die, so wie es aussieht. Weißt du was? Wir gehen jetzt angeln. Angeln ist wesentlich. Oh. Oh.
Okay. Ich angle echt nicht so oft. Okay. Muss ich mehr machen als nur? Ich bin gerade verwirrt von dem Angeln. Ich habe sogar in einen Rauch hingeschickt. Hingekriegt. Treffer jetzt. Ah! Verdammt! Ich hab's nicht hingekriegt. Okay, es wird langsam dunkel. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal für heute. Alter, geh mal. Mach die Biege, Biege. Es wird noch andere Leute durch. Shane. Ich bin überrascht, dass du immer noch Anschluss bei mir suchst. War ich noch nicht unhöflich genug zu dir? Nein. Ich mag dich, Shane. Sebastian, dass ich dir... Dass ich hier... mich verlassen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, oh mein Gott, die hat einen Knall. Ja, ich habe einen Knall. Ach, Sebastian. Gott, was laufe ich hier rum? Ach, egal. So. Dat. Pack ich da hin. Ja. Ah, cool. Jeden Tag immer schlimmer mit dem Beet hier. Hallo? Ja, Hobby. Es ist so still. Gut, wenigstens keiner. Scheiß Viecher gleich direkt vor
einen. Wow. Ist wie wir gleiches Wissen. Haha. Du willst es wissen. Ich weiß, du willst es auch wissen. Willst du es auch wissen? Sehr gut. Alles schön kaputt hauen. Ich hab's gesehen. Aha. Kirschbombe. Vielen Dank. Deswegen, liebe Kinder, sollte man niemals oben verärgern. Okay, hier war nichts mehr großartig. Dann gehen wir da mal runter. Da hinten sind welche. Von diesen Schleimdingern. Ich weiß nicht, wie tief das hier werden kann, aber es wird immer tiefer mit der Zeit. Die Atmosphäre ändert sich auch extrem. Und die Gegner werden total unterschiedlich. Ich habe jetzt nicht wirklich einen aktiven Stordo, weil die Let's Player mal zugeguckt. Erscheint über mein Haupt bei Gronkh jetzt auch nicht so wirklich. Eigentlich auch nicht. Bei Gronkh gucke ich eigentlich nur seine Horror-Spiel-Let's Plays. Hier, guck mal, das ist so ein ganz anderes Vieh. Da muss man echt verdammt gut aufpassen. Und welche Viecher man so hier gerät. Lol.
Ist man nur erschöpft. Das ist mir klar. Jetzt bin ich zu erschöpft. Nein. Mine verlassen? Ja. Sie hatte Bock auf mich. Ich erstmal wieder heilen. Weil ich so gut heilen kann. Ey, es ist gerade Nachmittag. Und schon ist er so erschöpft, Alter. Der ist so fleißig, der Junge. Geht so langsam, meine Damen und Herren. Er belegt, ob er nicht gleich zusammenbrechen sollte. Seine Spielemacherin, also seine Spielerin, die gerade Kontrolle über ihn hat, kommentiert über sein Leben. Er denkt sich wahrscheinlich, was für eine beschissene Sache hier. Ich wäre lieber mit jemandem zusammen, als so hart arbeiten zu müssen. Warum tut sie mir das an? Er geht davon aus, dass ich eine Sie bin, weil er sadistisch ist. Und er kennt Sadisten. Das sind meistens alle weiblich. Und ich weiß nicht, was ich hier labere. Ja, Otto, geh mal ein bisschen schneller. Ich weiß, du bist erschöpft, aber... Geh mal ein bisschen schneller! Endlich, Otto. Jetzt erhol dich mal, Junge. Und er ist wieder heil. Und tschüss. So, erstmal. Es hat ganz schön lange gedauert, den zu heilen, ey. Was? 3 Stunden warst du da drin, Junge? Aber wir gehen wieder. Wobei. Ich will Sebastian noch was schenken. Hey, dem Jungen gefällt es nicht. Dann gibt's Krach. Okay. Kann er hier? Anscheinend alle bei der Bar. Nimm mich an. Die Taverne ist hier anscheinend wirklich der Treffpunkt für alle. Wo ist denn die Taverne? Okay, da kommen schon 2 von den Familienmitgliedern wieder. Also entweder die hatten keinen Bock mehr oder die sind müde. Wobei ich mich frage, wie kann man jetzt schon müde sein? Es ist ja noch keine 21 Uhr oder 22 Uhr. Seht ihr, sogar der Schreiner kommt noch. Ey, die sind wirklich nicht hier. Alter, was sind die für Bettgeher? Selbst Shane ist nicht mehr hier. Okay, ist gut. Ich hab's verstanden. Und tschüss. Jo, Shane. Zu spät noch auf? Jupp. Hier ein kühles Bier. Oh, danke. Runter. Puh, Leben. Der hätte jetzt die ganze Zeit das Bier in der Hand. Hast du jemals das Gefühl, dass du bei jeglichen Vorhaben
einfach nur scheitern wirst? Als würdest du in irgendeiner inneren Leere so tief feststecken, dass du nie wieder daraus entkommen kannst? Nein. Egal wie sehr ich mich anstrenge, ich habe das Gefühl, ich bin nicht stark genug, um aus diesem Loch zu klettern. Jetzt trinkt er. Hey, ein schneller Trinker, hm? Einmal ein Gast noch reingeschmissen, mein Herzen. Mach's dir nicht nur zur Gewohnheit, du hast immer noch eine Zukunft vor dir. Alter, er leuchtet, ich glaube, er muss gleich kotzen. Oh, meine Leber fleht mich an, aufzuhören. Lassen wir es für heute gut sein. Man sieht sich, Otto. Otto leuchtet, ich glaube, er muss gleich kotzen. Aber, oh. Alter, hier, ich sag's mal, er ist betrunken. Shane, was hast du Otto gegeben? Der leuchtet. Das ist beunruhigend. Am nächsten Morgen kotzt er dann wahrscheinlich die Seele aus dem Leib. Ich habe zu viel getrunken. Ich glaube, der ist sogar vergiftet. Shane, du hast ihn vergiftet. Shane hat Otto vergiftet. Liebe geht durch alles. So, da. Den Rest, nö. Den Rest behalten wir. Der Rest kommt in die Truhe. Jo. Ja. So, ich denke mal, ich beende jetzt erstmal hier diesen Part. Hat ganz schön viel aufgenommen. Ich muss dann wahrscheinlich auch wieder alles bearbeiten. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Stardew Valley.